Krieg um Mittelerde. Den Kampf gegen die Dunkelmächte gewinnen. Das ganze Thema ist so groß und es ist auch ein brisantes Thema. Und ich will heute ein paar Impulse geben, wie können wir mit diesem Thema arbeiten? Wie kann uns dieses ganze Thema nutzen, dass wir jetzt wirklich den Fokus auf die wichtigen Dinge legen. Und vor allem, dass wir uns auch nicht unterkriegen lassen. Und es ist auch so, dass das so komplex ist, dieser ganze Umgang mit dem Bösen. Was ist das Böse? Böse gegen Gut? Und gibt es da vielleicht nicht noch eine andere Dimension oder eine andere Sichtweise, eine andere Ebene? Und ich kann für jeden schon mal sagen, ein Buch hat mir enorm geholfen. Und das ist dieses hier, die Antwort auf das Böse von Omra Mikhail Ayranov. Was in diesem Buch drin ist, ist grandios. Dieser Mann hat das so schön in Worte gefasst, auf die einfachste Art und Weise. Wie können wir ja eine Antwort finden auf das Böse? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir das sehen? Und ich will jetzt ein paar Dinge hier zusammenfassen und dann schauen, wie kann uns das Böse im Allgemeinen nutzen? Denn wenn wir einfach stumpf dagegen kämpfen, dann bringt das nichts. Das ist wirklich mies. Und ich habe auch ganz praktische Beispiele mitgebracht. Denn ich habe eine Zeit lang dagegen gekämpft. Und ich mache es ganz simpel. Und es gibt so ein paar Menschen, ja, die haben so das Image, das Böse hier auf der Welt zu repräsentieren. Und da gibt es einen Herrn, der hat das Image jetzt in der letzten Zeit, ja, sehr stark angenommen, sage ich mal so, vorsichtig. Der hatte eine Computerfirma gegründet, Microsoft. Und dieser Mann hat ein paar Sachen ausgesprochen, von denen man sagen könnte, hey, das ist wirklich ein Repräsentant des Bösen. Und was dieser Mann gemacht hat, ist, dass er die Pläne, die es gerade gibt, was mit der Menschheit gemacht werden soll, dass er es einfach gesagt hat. Er hat zum Fernsehen gesagt, er hat es überall verbreitet. Und das hat eine große Wirkung. Auf mich hatten diese Worte eine immense Wirkung. Denn als ich das gesehen habe, live oder kurze Zeit später, habe ich gewusst, dass jetzt ein neues Level erreicht ist. Dass es jetzt wirklich ernst wird hier. Ich für mich habe in dem Moment entschieden, das war 2020, hey, jetzt kann ich mich nicht mehr einfach bequem auf die Couch setzen und so tun, als hätte ich von nichts gewusst. Denn die Dinge, die vorher noch Verschwörungen waren und die irgendwie herumkursiert sind und die man noch hätte irgendwie abtun können. Die sind jetzt so offensichtlich geworden, weil die einfach ganz klar ausgesprochen werden. Im Fernsehen, ohne Skrupel. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay Felix, wenn das real ist, dann musst du doch jetzt auch das, was du denkst, was du fühlst, einfach sagen. Und du darfst dich nicht von irgendwelchen Ängsten zurückhalten lassen, von irgendwelchen Zweifeln. Denn, das ist ganz wichtig, wenn wir daran interessiert sind, wirklich was Neues zu kreieren, etwas Lichtvolles zu kreieren, etwas Herzliches zu kreieren, dann haben wir doch automatisch dadurch die Legitimation, das auch kundzutun. Denn auf der anderen Seite haben wir Menschen, die wollen das nicht. Die wollen nicht etwas Lichtvolles kreieren. Die wollen Menschen unterdrücken, Menschen versklaven, Menschen in die Abhängigkeit führen. Und die sagen das auch ganz ungeniert, im großen Stile. Es werden Blockbuster gedreht mit heftigsten Botschaften, die der Menschheit Schaden zufügen. Und da werden easy mal 200 Millionen für die Produktion ausgegeben. Und dann wird das überall vermarktet. Und dagegen stehen jetzt wir. Wir Menschen, die an sich selber arbeiten, an der Reinheit arbeiten und wirklich dafür arbeiten, dass die Welt sich hier verwandelt, transformiert in eine lichtvolle, neue, liebevolle Zukunft. Und wir können doch jetzt nicht einfach uns hinsetzen und nichts tun. Wenn wir sehen, dass die andere Seite, sage ich jetzt einfach mal so, exemplarisch die Bösen, dass die richtig Vollgas geben, dass die alles tun, dass die super viel Geld haben, dass die teilweise super viel Macht haben, super viele Möglichkeiten haben, super viele Menschen haben, die für die arbeiten.
Wie viele Menschen sind denn da in irgendwelchen Konzernen und so weiter oder irgendwo, die für diese reichen Menschen arbeiten? Das ist unglaublich. Und wir, jetzt die Gegenposition, was machen wir daraus? Was machen wir damit? Was machen wir mit uns? Sind wir so gut organisiert? Und ich habe noch eine Geschichte vorweg, bevor ich auf ein paar Sachen konkret eingehe, wo ich denke, hey, das können wir konkret tun. Wie können wir es mit dem Bösen sehen? Denn letztendlich ist es so, es gibt die schwarze Loge, wie Omar Mikhail Ivanov hier, da ist ein Bild von ihm, wie er es so sagt. Es gibt die schwarze Loge und es gibt die weiße Loge. Und dann gibt es aber noch eine Loge darüber. Und letztendlich ist es so, dass die schwarze und die weiße Loge für dasselbe arbeiten. Was aber aus der Erdenperspektive, wenn wir hier jetzt so drinstecken, nicht ersichtlich wird. Das können wir erst sehen, wenn wir die Position verändern. Und da gibt es ein ganz schönes Bild, was er uns gegeben hat. Stellen wir uns vor, da ist so ein riesiger Brunnen und da wird Wasser rausgeschöpft. Und da gibt es einen, der läuft nach vorne und einen, der läuft geradeaus und einen, der läuft zurück. Und wenn wir von vorne gucken, dann könnten wir in diesem Moment, wo einer nach vorne, einer zurückläuft, denken, die beiden Menschen laufen in entgegengesetzte Richtung. Und das ist so ein bisschen, was wir denken. Das Böse und das Gute läuft in entgegengesetzte Richtung. Wenn wir jetzt aber die Perspektive von oben nehmen und von oben drauf schauen, dann sehen wir, hey, das ist aber eine Kreisbewegung. Und eigentlich laufen die in dieselbe Richtung. Und ein anderes schönes Bild, was uns das verdeutlicht, ist, wenn wir jetzt mal den Schäferhund nehmen, die Schafsherde und den Hirten. Der Schäferhund symbolisiert die schwarze Loge und der Hirte symbolisiert die weiße Loge. Und der Hirte ist der, der will einfach, dass die Schafe den rechten Weg gehen. Dass die von der einen Wiese beispielsweise in die andere Wiese gehen, weil die eine Wiese ist abgegrast und auf der anderen Wiese, da ist jetzt das Neue, da ist jetzt das Futter, da geht's weiter. Und jetzt will der Hirte die Schafe dazu bringen, auf die neue, schöne, grandiose Wiese zu gehen. Aber nicht alle machen das. Ja, und dann kommt der Schäferhund und bellt von hinten und beißt mal vielleicht das eine oder andere Schaf, damit es den Weg findet auf die neue Wiese. Und irgendwo sind wir doch jetzt gerade an so einem Punkt. Wir verlassen die eine Bewusstseinsebene und gehen auf eine andere Bewusstseinsebene. Und manche Menschen, die machen das einfach so von sich aus, weil die auf den Hirten hören. Der Hirte könnte zum Beispiel symbolisch ein großer Meister sein oder ein Impuls, die Verbindung zur geistigen Welt. Wir nehmen das wahr, wir haben das ja alle in uns. Wir haben ja alle alles in uns. Wir haben ja die Schafsherde, das heißt die unbewusste Masse, die einfach so mitgeht. Und dann die weiße und die schwarze Loge. Wir haben das ja alles in uns. Und jetzt können wir schauen, wer hat in uns denn den größten Anteil? Ist es der Hirte? Haben wir selber die Kontrolle über uns, über das, was wir denken, was wir fühlen, was wir tun? Machen wir das Logische? Das Logische wäre ja in dem Falle, die alte Wiese zu verlassen, auf die neue Wiese zu gehen. Machen wir das? Oder sind wir irgendwie bockig oder rebellisch und sagen, nein, ich will nicht, ich will, dass es alles so bleibt, wie es ist? Und wenn wir das so denken, warum denken wir das? Wer hat die Kontrolle über uns? Ist es der Schäferhund, der uns immer antreiben muss, der uns immer beißen muss, immer bellen muss, bis wir einfach weitergehen? Oder sind wir einfach irgendwie mitten in diesem Strom von den ganzen Schafen und gehen einfach dahin, wo die Herde hingeht? Okay, ein paar gehen rüber, ach, ich gehe mal mit. Ein paar bleiben hier, stellen sich quer, ach, ich bleib mal hier und stelle mich auch quer. Und das Schöne an diesem Bild ist, dass es uns zeigt, wenn jetzt alle Menschen auf den Hirten hören würden, oder alle Schafe auf den Hirten hören würden in dem Beispiel, dann wäre es ja so, die würden alle einfach die neue Wiese betreten und da wäre das schön. Und dann hätte der Schäferhund gar nichts zu tun. Der wird dann auch irgendwann rübergehen und wird so ein bisschen im Kreis herumlaufen und schön aufpassen, dass alle Schafe auf der neuen Wiese bleiben. Allerdings, wenn sich ganz, ganz viele Schafe querstellen, ja, dann hat der Schäferhund enorm viel zu tun. Da muss er nämlich jedes Schaf einzeln einfangen und dann immer dafür sorgen, dass keiner ausschert und irgendwie, dass die Schafe auf die neue Wiese gehen. Und so können wir jetzt auch das mit dem Bösen sehen. Das ist irgendwie auf der einen Ebene, könnte man sagen, wir kämpfen gegeneinander, also gegeneinander, Gorachas hat das so schön gesagt, es sind einfach Gegenpositionen, weil das ist ein anderes Ziel. Aus dieser einen Ebene gesehen, aus einer höheren Perspektive, stimmt das wieder nicht. Wenn wir die Perspektive der großen, universellen Loge nehmen, dann geht in beide Richtungen. Und das Gute ist, wenn wir diese Perspektiven wechseln können, dann werden wir viel freier im Denken und im Fühlen, weil wir dann nicht mehr diese Bösen bekämpfen müssen. Und ich habe direkt danach, als ich das gesehen habe,
mit den ganzen Menschen und 2020 habe ich dagegen gekämpft. Und ich habe sofort eine heftige Gegenreaktion bekommen. Das war richtig mies. Und dann kam die Antifa vermummt auf mich zu, das für mich damals personifizierte Böse. Also besser kann man es ja auch nicht darstellen. Völlig vermummt, komplett in Schwarz, nur die Augen sichtbar, stehen dir gegenüber 100% aggressiv und schreien einfach nur einen an. Das war das Resultat, als ich gekämpft habe. Und als ich aufgehört habe, dagegen zu kämpfen, sondern als ich gesagt habe, hey, nein, ich kämpfe in dem Sinne gar nicht, ich spiele, weil in meiner Meinung ist das wie ein Spiel. Ich spiele jetzt für eine Mannschaft und ich nehme das aber auch ernst. Ich gehe auf dieses Spielfeld und ich gehe da mit Enthusiasmus rein, mit Begeisterung. Und da will ich auch ein schönes Bild geben. Das ist aus der NBA. Ich weiß, beschäftigen sich bestimmt nicht alle mit NBA, aber es gibt da was richtig Cooles. Phil Jackson, das ist ein äußerst spiritueller Mensch, der war NBA-Coach und der war der Coach von Michael Jordan. Und die haben dreimal nacheinander die NBA gewonnen mit den Chicago Bulls. Das ist eigentlich gar nicht so eine gute Mannschaft gewesen. Und dann war Michael Jordan weg anderthalb Jahre, dann ist er wiedergekommen und haben die wieder dreimal die NBA gewonnen. Und das ist einfach so ein Bild, was ich habe. Wenn ich über Gewinnen rede, es ist gar nicht so, dass ich denke, das ist jetzt so schlimm für die anderen. Nein, es ist einfach nur cool, weil wir dann sagen können, hey, wir sind wie so eine NBA-Mannschaft, die im Finale ist, die dann einfach gewinnt. Aber wir gewinnen im Grunde gar nicht gegen die Dunklen, sondern wir gewinnen das Spiel. Und wenn wir das Spiel gewinnen, haben alle gewonnen. Das heißt, wenn der Hirte gewinnt, hat auch der Schäferhund gewonnen. Das ist das Grandiose. Wenn der Hirte stark ist und wenn der Hirte vorangeht und eine starke Führungspersönlichkeit ist, und ich meine auch wirklich sich selber führen in erster Linie, und wenn du dich selber führst und gut vorangehst, dann gehen vielleicht andere den Weg mit, aber hauptsächlich geht es um sich selber, innerlich die Führung übernehmen. Wenn das passiert, wenn der Hirte das macht und gut vorangeht, ja, dann sind am Ende auch die Schäferhunde dankbar, weil die haben weniger Arbeit und die müssen weniger beißen. Vielleicht aus höherer Ebene wollen die das ja gar nicht so gerne. Das sind so interessante Gedanken. Und deswegen dieses Gewinnen, einfach zu sehen, wenn du ernsthaft spielst, und wenn wir uns entwickeln und wenn wir diese Qualitäten entwickeln, auch die Liebesqualität, die Qualität, Licht zu geben, und das auch gepaart mit einer Ernsthaftigkeit, weil es ist ernst. Und es ist auch bei den Schafen ernst. Jedes Schaf, das gebissen wird, hat Schmerzen. Und das kann verhindert werden, wenn der Hirte eine gute Arbeit macht, eine gute Führung übernimmt und möglichst viele Schafe ohne Leid auf die neue Wiese bringt. Und wie gesagt, wir alle haben das in uns. Wir alle haben diesen Hirten in uns. Wir alle haben diese Führung in uns, diesen Bereich, wo wir sagen können, hey, wir übernehmen die Führung in uns und wir gehen dann auf die neue Wiese. Und wenn wir da sind, wenn wir das sehen, dann gehen wir vielleicht auch mal rüber und holen andere nach und geben Beispiele. Das ist ja dann so, wenn wir in diese Welt sehen, wir gehen in diese Welt rein, wir zeigen uns. Und ich sehe auch die sozialen Netzwerke als einen Teil. Manchmal kommt nämlich die Kritik, wo Leute sagen, du redest ja nur auf YouTube und machst gar nichts. Aber das ist ein großer Teil und macht's gar nichts. Das ist manchmal falsch verstanden, weil die größte Arbeit, die zu tun ist, die ist ja in uns. Die sieht man ja gar nicht. Die sieht man nicht so, dass man sagt, oh, der ist ja super fleißig von außen. Da sitzt vielleicht einer und macht die größte Arbeit, die man sich vorstellen kann, aber von außen siehst du es gar nicht. Und dann siehst du es irgendwann am Resultat. Das kann man jetzt auf YouTube oder so nicht groß rüberbringen. Aber dass ich mich hier hinstelle und sage, ich spreche jetzt hier, das ist halt auch eine Arbeit, weil natürlich kommen auch Menschen, die dann sagen, Felix ist verrückt, was der da macht. Was erzählt er da für Geschichten? Also ich gehe schon in dieses Spielfeld bewusst rein und sage dann, wollen wir nicht uns zusammentun? Wollen wir nicht ein Energieball werden? Und wollen wir den nicht so stark machen, so lichtvoll und so schön machen, dass auf dieser abgegrasten Wiese viele das mitbekommen und dann sagen, hey, irgendwie ist das super. Irgendwie ist da Energie, irgendwie ist da ein Flow drin, irgendwie will ich mich dem anschließen und dann gehen wir mit einer großen Mannschaft rüber auf die neue, schöne Wiese. Und da ist ja alles. Die Fülle ist ja da. Die Fülle ist da, nur auf dieser Wiese, auf der wir uns jetzt befinden, nicht. Hier ist der Mangel, weil es ist alles abgegrast.
Aber ein Abteil weiter, eine Bewusstseinsstufe weiter, da ist die Fülle. Da ist alles gut. Und jetzt ist doch die Zeit, in der die Fülle sichtbar werden kann, die Schönheit, die Harmonie. Ich habe das so stark, dieses Bedürfnis nach dem, wie, ich habe den Namen vergessen, ich habe Raphael Bonelli sagt, das Schöne, das Gute, das Edle, so in der Art. Das können wir kultivieren. Und das ist auf der neuen Wiese, das ist da. Da ist die Harmonie, da ist die Schönheit. Weil wenn wir Menschen das, was wir tun, mit Liebe tun, dann ist die Schönheit das Resultat. Und dafür lohnt es sich, täglich aufzustehen, sich täglich zu motivieren, sich mit anderen Menschen zusammenzuschließen, weil ich weiß, es ist wirklich manchmal schwierig in dieser Welt, diese Liebe, dieses Licht zu fühlen und damit nach draußen zu gehen. Und deswegen mache ich auch diesen Livestream hier gerade, weil ich weiß, das ist schwierig. Und was ich mir wünsche für diesen Abend heute ist, dass ihr, wenn ihr hier zuschaut, dass wir gemeinsam einfach jetzt hier sagen, hey, komm, super, wir verbinden uns jetzt. Wir sind jetzt gerade über 80 Menschen. Wir verbinden uns jetzt und wir fühlen einfach alle, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine, es sind noch ganz viele. Und wir verbinden uns einfach in Gedanken. Wir verbinden uns gemeinsam mit uns selbst. Mit dieser Liebe in uns, mit diesem Licht in uns. Und wir sagen, ja, ich bin stark. Ich gehe diesen Weg. Ich bin in mir. Ich bin im Vertrauen. Ich bin im Vertrauen, dass es gut ist. Und ich erlaube es mir, glücklich zu sein. Ich erlaube es mir, dass es mir gut geht. Und wir nehmen uns die Zeit, dass es uns gut geht. Wir nehmen es uns die Zeit, dass wir uns vorstellen, wie schön es ist auf dieser neuen Wiese. Und wir stellen uns vor, was das heißt, auf dieser neuen Wiese zu sein, mit den Menschen, in dieser Harmonie zu leben. Und wir wünschen es allen anderen, allen Menschen, auf dieser neuen Wiese zu sein. Wir wünschen sogar dem Schäferhund, dass der auf die neue Wiese, auf die neue Bewusstseinsstufe kommt. Dem, was wir sagen, ist vermeintlich böse. Auch dem wünschen wir, auf der neuen Wiese zu sein. Er ist ja vielleicht immer noch da und passt auf, aber er ist doch auch in einem ganz anderen Bewusstseinszustand. Und wie können wir das konkret erreichen? Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben. Es kamen auch schon Fragen rein, also ihr könnt gerne Fragen reinstellen, wenn ihr wollt. Wir machen gleich eine kleine Fragerunde, wenn ich da spontan Impulse kriege hier von euch. Wunderbar, ich finde es super. Voll die gute Videoqualität steht hier. Ja, ich bin auch begeistert. Das war auch für mich tatsächlich ein Grund, warum ich dachte, ich mache einfach Live-Videos. Und wenn euch das gefällt und ihr sagt, hey, das ist cool, Felix, dann mache ich das auch gerne häufiger, weil das ist ja auch HD-Qualität. Also wenn YouTube das bearbeitet, grandios. Also ich meine, die Technik heutzutage ist wirklich, ist wirklich schon was, ne? Genau. Wie überwindest du Selbstzweifel und bleibst bei deiner Sache? Eine Frage. Hier jetzt kurz noch ein und dann nachher gerne nochmal. Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet. Also wenn ihr jetzt dabei seid und euch interessiert, bleibt dabei, weil die Punkte sind wirklich gut und mit den Sachen arbeite ich. Obwohl, ich würde sagen, ich gehe direkt darauf ein, weil vielleicht ist da ja schon was dabei. Und wenn die Frage dann immer noch nachher aktuell ist, dann werde ich das nochmal aufgreifen. Weil wenn ich jetzt schaue, wie überwinde ich Selbstzweifel, das ist halt so wichtig, weil letztendlich ist es ja so, wir haben entweder Vertrauen oder wir sind in Zweifel. Und dieses Bild von dem, von, wenn wir das bildlich darstellen, was mir enorm geholfen hat, ist, es gibt da diesen Baum des Vertrauens, des Glücks, der Überzeugung, der Stärke. Das ist einfach ein Baum. Und dann gibt es auch einen anderen Baum. Und das ist der Baum des Zweifels. Und wen von diesen beiden Bäumen nähren wir? Wen füttern wir? Es gibt auch noch andere Beispiele mit Tieren, ne? Aber immer dieses Baumbeispiel, das ist ja auch aus der Bibel, ne? Der Baum von Gut und Böse oder der Baum der Glückseligkeit. Ich weiß gar nicht ganz genau gerade, wie die beiden Bäume heißen. Auf jeden Fall haben wir Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis gegessen und dann sind sie ja symbolisch gesehen in die Hölle hinuntergefallen. Und von welchem Baum wollen wir leben? Von welchem Baum essen wir den Apfel? Und dann auch weiter, welcher Baum wollen wir sein? Was mir enorm geholfen hat, auf diesem Weg mit diesen Zweifeln und mit dem Mut und dem Vertrauen ist, welcher Baum will ich sein? Für andere. Wenn andere Menschen zu mir kommen, will ich dann jemand sein, der diesen Menschen Zweifel einredet? Der den Menschen dann irgendwelche Flausen in den Kopf setzt?
Oder aber will ich ein Mensch sein, der das Vertrauen stärkt, der den Mut stärkt, der dazu inspiriert, den nächsten Schritt zu gehen? Und für mich war die Sache klar. Ich heiße ja auch Felix und Felix heißt der Glückliche. Ich habe mir gedacht, okay, das ist cool. Das passt. Das will ich sein. Dieser Mensch will ich sein. Und dann war es nur noch die Frage, ja, wie werde ich denn dieser Mensch? Und da ging ja so die Frage hin, wie werde ich dieser Mensch? Und für mich war es damals so, es beginnt mit einer Entscheidung. Ich habe mich entschieden, ich will dieser Mensch sein. Und jetzt habe ich ein paar Punkte, die ich vortrage. Es sind insgesamt 10 Punkte, die dir dabei helfen können, dieser Mensch oder dieses Gefühl in dir zu kultivieren, dieses Gefühl des Vertrauens. Weil wir können so viel bewegen, wenn wir uns vertrauen. Und es ist fast so, als könnten wir überhaupt nur etwas bewegen, wenn wir uns vertrauen. Weil wenn wir uns nicht vertrauen, dann gehen wir ja keine neuen Themen an, weil wir denken, schaffe ich ja eh nicht. Wenn wir aber da denken, ah, da ist eine richtig schöne Sache und ich will für die Arbeit, ich habe eine Vision, ich habe eine Mission und wir vertrauen uns, dann gehen wir den ersten Schritt. Weil wir wissen, wenn wir sagen, wir machen das, dann machen wir das auch. Und wenn wir das Vertrauen in uns verloren haben, dann ist es auch häufig so hoffnungslos. Und das ist so schade. Also das ist ein riesig wichtiges Thema. Also eine Sache, und das mache ich auch gar nicht, noch gar nicht so lange, das sind tägliche Affirmationen. Affirmationen sind ja fast wie ein Gebet. Also wenn man täglich betet, dann hat man auf eine Art und Weise, hat man schon Affirmationen. Und die Affirmation, die kann man sich selber schreiben. Also ich habe meine Affirmationen, habe ich mir selber geschrieben. Die sind ganz individuell. Die ich täglich sage, die sind auch sehr persönlich. Die kann ich so gar nicht weitergeben, weil die sind für dich wahrscheinlich gar nicht die richtigen. Aber was ich grob vom Konzept her mache, ich sage, ich bin. Und dann zum Beispiel, ich bin voll im Vertrauen. Und ich danke Gott für dieses Leben. Und das ist so eine ganz einfache Formel. Ich bin das, was ich mir vorstelle. Dann stelle ich mir das vor und dann danke ich danach. Ich bin dankbar, dass ich hier bin und meine Arbeit machen darf. Zum Beispiel könnte eine Affirmation sein. Ich habe auch mal ein paar Affirmationen aufgeschrieben. Aber die gebe ich raus zu der Soul Business Show. Das habe ich extra gemacht. Ich sag's jetzt, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Also, wenn ihr mal zur Soul Business Show kommen wollt, am Ende bekommt ihr meine Affirmationen. 14 Erfolgsaffirmationen sind das. Man kann ganz viele Sachen in Affirmationen packen. Ich sage, okay, wer wirklich erfolgreich sein will, der kann diese 14 Erfolgsaffirmationen kriegen. Vielleicht wird Johanna, die im Chat ja gerade für euch da ist, ein paar von den Link kurz reinschreiben zur Soul Business Show. Wer da Interesse hat, macht einfach mit. Sonst macht euch einfach eure eigenen Affirmationen. Das ist super. Affirmationen sind grandios. Dann der zweite wichtige Punkt, tägliches Üben. Üben und verbessern. Also das ist ja, wenn wir jetzt den Sport auch nochmal nehmen, so schön. Auf der einen Seite ist es ernst. Und ich bin voll der Meinung, wir sind in einer wirklich ernsten Situation. Können wir nicht absprechen. Aber wenn wir jetzt verbissen an die Sache rangehen und wirklich mit dem Ernst, oh, musst du jetzt so und so und ah, wenn das nicht funktioniert, dann schmeißen wir alles hin. Ich weiß nicht, ob das die schlaue Art und Weise ist. Ich denke, es ist doch viel logischer, wenn wir das Ganze spielerisch angehen und sagen, okay, da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber ich spiele, ich übe. Ich sehe das so, ich übe. Ich übe mich jeden Tag. Und was ich noch mache, ist, ich versuche mich zu verbessern. Das heißt, ich mache Fehler. Natürlich mache ich Fehler. Ich mache auch viele Fehler. Und dann verbessere ich mich einfach. Wenn wir aus Angst vor Fehlern nicht anfangen, ja, wie schade ist das? Wenn wir zum Beispiel so ein Buch nehmen und wir haben Angst davor, dass da Knicke reinkommen und wir schreiben da nicht rein, ist das gut? Was ist nachher besser? Ist das besser, wenn das Buch nachher ein bisschen durcheinander aussieht, weil ein paar Knicke drin sind und alles mal reingeschrieben ist? Oder ist es gut, wenn es einfach makellos ist und einfach nur im Regal steht? Nein, wir müssen doch mit den ganzen Dingen arbeiten. Dann machen wir Fehler, aber dann korrigieren wir die wieder. Ich bin auf jeden Fall jemand, der sagt, lass uns lieber vorwärts gehen, lass uns Fehler machen, lass uns daraus lernen und weitermachen und nicht aus Angst vor Fehlern nichts tun und im sicheren Hafen bleiben. Das sind ja so schöne Zitate, ne? Ein Schiff ist nicht dafür gebaut, im sicheren Hafen zu bleiben. Ich glaube, manchmal habe ich es mit dem Namen, ne? Paul Coelho, vielleicht kann einer es in den Chat schreiben. Ich weiß gar nicht, wie man es direkt ausschreibt. Ich glaube, der hat das gesagt, dieses Zitat. Und das ist einfach ganz, ganz grandios. Wenn wir spielerisch an die Sache rangehen und uns einfach üben und uns stetig verbessern. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich bin der Meinung, jeder ist gut so, wie er ist. Für den Moment. Aber wir können alle noch mehr aus uns rausholen. Es ist so viel Potenzial da. Und wir sehen das ja schon. Dass dieses Gehirn, das wird ja gar nicht richtig genutzt.
Wir haben so viel ungenutztes Potenzial in unserem Gehirn. Das zeigt ja schon, dass wir alle unter unseren Möglichkeiten leben. Und das spricht wieder dafür, auf die andere Wiese zu gehen, wo einfach das Gras grüner ist, diesen Bewusstseinswandel anzunehmen. Weil automatisch, wenn das Bewusstsein sich wandelt, kollektiv, dann werden auch neue Gehirnareale freigeschaltet. Und wir haben viel mehr Energie und können viel weiter gehen und können auch übersinnliche Dinge plötzlich tun, die vielleicht ja normal sind. Nur jetzt gerade in dieser dichten Schwingung kriegen wir es irgendwie nicht hin. Also der dritte Punkt ist, was ich die ganze Zeit mache, ist von Vorbildern lernen. Also wirklich von lebenden Vorbildern, von Menschen, die etwas außergewöhnlich machen oder auch von spirituellen Meistern wie Omar Mikhail Ivanov. Aber auch, das sagt Omar Mikhail Ivanov auch, wir können auch von diesen Bösen, von diesen Wölfen oder von diesen Schäferhunden was lernen. Und zwar sind die wirklich beständig und fokussiert. Die nehmen ihre Mission sehr, sehr ernst. Und das können wir von denen lernen. Weil manche Hirten sind zu entspannt. Und manche sind sogar faul. Und kümmern sich nicht groß darum. Faulheit ist echt eine sehr verbreitete Sache. Und da geht es nochmal zu schauen, okay, der Schäferhund ist nicht faul. Und je engagierter und motivierter der Hirte ist und je mehr der Hirte die Schafe inspiriert, einfach so auf die neue Wiese zu gehen, ja, desto weniger Leid gibt es letzten Endes. Und das ist eine große Motivation, finde ich. Das Leid verringern. Und wenn wir das sehen, dann ist es eigentlich leicht zu sagen, ich gehe den nächsten Schritt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ich verlasse meine Komfortzone. Das ist nämlich notwendig. Unsere Komfortzone verlassen. Das gewohnte Terrain verlassen. Einfach mal rausgehen. Ein bisschen mehr von sich zu zeigen. Sich was trauen, was wagen. Das hat ganz viel mit Mut zu tun und auch mit Selbstvertrauen. Rauszugehen und was wagen. Und man kennt ja diesen Spruch, wer wagt, der gewinnt. Dafür müssen wir natürlich in die Handlung kommen. Und dann sind wir bei Punkt 4. Die Vision fühlen. Wirklich reingehen. Das ist die Affirmation hat das schon, ist es, die Affirmation kann man einfach sagen. Aber wenn man dann auch noch das fühlt, wie fühlt es sich an? Und wir sind einfach da, wir sind in der Dankbarkeit, wir nehmen das an. Da kam eine Frage, was kann man tun, wenn die gesellschaftlichen Zwänge einen nicht lassen, sein eigenes Ding zu machen? Ich gehe gleich drauf ein. Johanna, schreib es mir gerne nochmal rein, damit ich es nicht vergesse. Ist eine gute Frage, gehen wir gleich drauf ein. Jetzt erstmal, dass wir das fühlen, das ist immer gut, egal wo man ist. Dass man schon mal das fühlt, weil ich habe die Sachen auf Englisch im Kopf. Perception is reality. Das ist auch so schön. Weil manchmal gucke ich mir Sachen auf Englisch an und die Engländer oder die Amerikaner, die haben ja manchmal, denken die viel freier und größer als wir Deutschen. Und ich habe immer ein gutes Beispiel. Ich war damals bei einem Rhetoriktraining und da meinte der Rhetorikcoach zu mir, ja, weißt du, bei den Deutschen ist das so, wenn die auf der Bühne stehen, dann machen die vielleicht mal so oder so, aber die Deutschen, da ist Schluss. Wenn du bei den Amerikanern auf die Bühne gehst, dann hast du ja so und dann, ja, komm, wir gehen los. Und dann so Steve Jobs oder so, wenn er auf der Bühne ist, dann geht's richtig ab. Komm, wir schaffen das jetzt und wir bewegen richtig was und wir machen Action, los geht's. Bei den Amerikanern kann man sowas machen. Da machen das die CEOs und die Firmenchefs, die gehen auf die Bühne und machen eine richtige Show. Und hier in Deutschland ist man eher so ein bisschen, pass mal lieber auf. Pass mal lieber auf, halt mal lieber ein bisschen ruhig. Oh ja, so ein bisschen, ne? Aber deswegen nur als Idee, deswegen schaue ich mir manchmal auch viele Sachen auf Englisch aus Amerika an, weil die Menschen einfach viel freier sind. Und auch eine Idee, stellt euch mal vor, in Deutschland würde so jemand wie Donald Trump sein. Was wäre denn hier für ein Tara, wenn so ein Donald Trump hier in Deutschland antreten würde? Ich meine, Amerika ist auch Tara, aber die Leute feiern den ja auch, ich meine, die Mehrheit wahrscheinlich. Je nachdem, ne? Aber stell dir mal vor, in Deutschland wäre Donald Trump und wird so gehen. Das kann man ja gar nicht mal, darf man ja gar nicht mal denken, was er über Amerika sagt, wenn er einer über Deutschland sagen würde. Hier ist alles noch ein bisschen gedeckelter. Und deswegen habe ich manche Sachen auf Englisch im Kopf, wie Perception is Reality. Und deswegen stellen wir uns das vor. Ah, wir sind schon in der neuen Zeit. Und das ist auch, was Omar Mikhail Ivanov so oft sagt. Es ist schon real. Es ist schon real, es ist schon da. Noch nicht hier, auf der materiellen Ebene, aber von der Idee her ist es schon da. Die neue Zeit, das goldene Zeitalter, das ist schon da. Es existiert schon, aber es ist noch nicht
komplett materialisiert. Es braucht noch ein bisschen, aber die ist da. Und das Schöne bei einer Idee ist ja auch, wenn wir die Idee annehmen und sagen, hey, goldenes Zeitalter, ich finde das goldene Zeitalter, ich finde das ein grandioser Begriff. Ah, das ist das goldene Zeitalter und ich will dafür arbeiten. Dann nehmen wir die Idee an und die Idee füttert uns mit Energie. Das ist ein gegenseitiger Austausch, weil das goldene Zeitalter an sich will realisiert werden. Es ist da und es will hier auf der Materie realisiert werden. Und die Idee braucht Menschen, die diese Idee annehmen und dann sagen, ich tue was dafür. Und dann füttert diese Idee uns mit Energie. Wenn wir sagen, ja, ist eine gute Idee, ich will das annehmen, ich will dafür arbeiten. Es ist ein Austausch, es ist grandios. Dann habe ich einen weiteren Punkt. Konventionelle Weisheit oder das, was wir so hören, ist fast immer falsch. Einfach nur, die meisten von uns haben es 2020 spätestens gemerkt, aber was da so im Mainstream erzählt wird, was man denkt über fast alles, ist falsch. Und auch auf die Frage, wie mache ich es, wenn ich so festhänge, wenn wir irgendwelche Tipps bekommen, in der Schule oder dann nach der Schule, mach mal dies, mach mal das, geh mal einen sicheren Job nach, werd mal Bankkaufmann, war es ja noch damals, bei mir, ich bin ja noch relativ jung und damals wurde gesagt, Bankkaufmann, das ist sicher und jetzt alle Banken schließen. Das war einfach so, was man so gehört hat. Mach eine Ausbildung, hol dir einen Job und dann sorg dafür, baust ein Haus, kriegst Kinder und so weiter. Aber häufig ist es genau das Gegenteil. Und je nachdem, wie lange wir jetzt schon da drin sind, in diesem Rad, es ist schwieriger, wird es natürlich auch auszusteigen. Wie auch die Frage, die gerade gestellt wurde. Ja, wenn du jetzt schon natürlich x Jahre da drin bist und dann richtig starke Gewohnheiten aufgebaut hast, ein richtig starkes Feld aufgebaut hast, umso schwieriger ist es natürlich für dich jetzt zu wechseln. Es ist aber nie unmöglich zu wechseln. Aber Gewohnheiten schleifen sich ein. Und schleifen sich mehr ein und mehr ein und mehr ein. Und ja, je länger das dauert, desto fester ist man halt drin. Ne? Glaubensmuster, Gewohnheiten, dann bauen sich irgendwelche Blockaden auf. Dann kommt die Komfortzone, dann wird eine Mauer drumherum gebaut und so weiter. Das heißt, da einfach wieder Schritt für Schritt die Komfortzone verlassen. Und dafür brauchen wir ja Selbstvertrauen. Das gehört alles zusammen am Ende. Und nächster Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist, dass wir wirklich mit einem Fokus an die Sache gehen. Laserbeam-Fokus. Laserbeam-Fokus ist so wichtig. Die Sonne macht es uns vor. Wir können unser Potenzial nur wirklich entfalten, wenn wir richtig fokussiert an die Sache gehen. Wie sehen wir das? Nehmen wir die Sonne und die Sonne scheint jetzt hier auf ein Blatt Papier. Und dann passiert erstmal so nichts. Wenn wir jetzt aber eine Lupe nehmen und die Lupe zwischen Sonne und dem Blatt Papier richtig positionieren, sodass die Sonnenstrahlen sich auf das Papier treffen und dann fängt das Papier Feuer, dann sehen wir die Macht des Fokus. Und genau so kann sich in uns dieses Feuer entfachen, wenn wir uns wirklich fokussieren. Auf eine Sache. Und das Problem ist die Ablenkung. Wir sind ja hier in einer Zaubershow. Die Ablenkung ist immens. Wir haben so viele Dinge, die uns potenziell ablenken können. Und der nächste Klick, das nächste Video, alles Mögliche ist nur ein bisschen entfernt. Und überall ist Ablenkung, dass wir zu uns finden und auch bei uns bleiben und dann diesen Auftrag kontinuierlich ausführen, entgegen dem, was die anderen sagen und so weiter. Das braucht diesen Fokus. Dazu müssen wir natürlich auch eine Vorarbeit leisten, dass wir das wissen, worauf sollen wir uns fokussieren. Man kann sich auch auf Sachen fokussieren, die nicht am Ende alles reinbringen. Okay, ich habe noch zwei Dinge und dann gehe ich auf die Fragen ein. Also es macht richtig viel Freude mit euch. Ich finde es richtig cool, da ist Energie da. Wir sind gerade 100 Leute, da ist Energie da und wir bewegen hier gemeinsam was. Also danke, dass ihr da seid, richtig cool. Und dann ein weiterer Punkt. Das ist so gut, dass ich das gerade sage. Das ist witzig. Umgib dich mit Menschen, die dich motivieren, die dich voranbringen, bei denen du dich gut fühlst, die dich inspirieren. Und das ist auch ein Grund. Das machen wir jetzt hier gemeinsam. Ich erzähle jetzt hier ein bisschen was, aber es sind auch ganz viele Leute im Chat, die tolle Sachen sagen. Und dann sind da hier Herzchen und dann ist da einfach eine Blume, ein Kussmund. Das ist doch schön. Das soll hier eine Zeit werden, eine halbe Stunde, wir sind schon ein bisschen drüber, eine halbe Stunde, wo man einfach nachher rausgeht und ich hoffe, dass es so ist, dass du dich gut fühlst,
dass du dich gut fühlst und dass du sagst, ja komm, jetzt habe ich Lust, ich freue mich auf den Tag morgen. Ich mache irgendwas, von dem ich vielleicht dachte, würde ich jetzt so nicht machen oder hatte ich irgendwie Angst vor oder war eine Gewohnheit, hat sich eingeschlichen und ich gehe einen Schritt weiter. Ich nehme einen Impuls auf, einen Impuls, vielleicht auch nur eine Energie, ein bisschen Energie, die dir ein bisschen mehr Freude bringt und ein bisschen Licht oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du damit machst. Aber genau das ist wichtig. Umgib dich mit diesen Menschen. Die Menschen, die nicht immer nur den Zweifel in dir säen, sondern die Menschen, die dich ermutigen. Und ich weiß, das ist schwierig, wenn man in einem Umfeld ist, wo man diese Menschen nicht hat. Aber dann dauert es vielleicht ein bisschen. Weißt du, ganz ehrlich, als ich damals mit den Menschen rumgegangen habe oder als ich selber noch gekifft habe, das ist schon Jahre her jetzt, seit 2011 bin ich heraus aus dieser ganzen Nummer. Aber als das damals so war und ich dann aufgehört habe damit, dann habe ich mir eine Sache gesagt. Da habe ich mir gesagt, Felix, nie wieder gehst du in ein Haus, in eine Wohnung oder zu irgendeinem Ort, wo die primäre Sache, die die Menschen da machen, Kiffen ist. Das ist vorbei. Das ist einfach vorbei. Und es hatte zur Folge, dass ich ganz viele von diesen Menschen einfach nicht mehr in meinem Umfeld hatte. Und die Folge war auch, dass ich ganz lange Zeit fast alles alleine gemacht habe. Ich bin alleine ins Kino gegangen, ich habe mir eine Ausstellung angeguckt. Es waren, ich meine, wenn ich zurück, fast 2 bis 2,5 Jahre, wo ich kaum Freunde hatte. Weil ich hatte halt noch die Energie von vorher. Und die Menschen, die ich noch in der Zeit getroffen habe, die waren einfach nur ein Spiegel von denen, mit denen ich vorher mich umgeben habe. Dass ich mich selber geändert habe und das auch ausgestrahlt habe, das hat gedauert. Wie gesagt, 2 bis 3 Jahre. Und jetzt ist mein Umfeld ein ganz anderes. Ich mag jeden auch noch von damals, aber ich kann immer noch sagen, hey, manche haben sich immer noch nicht geändert. Bei manchen ist das immer noch so. Die treffen sich immer noch und kiffen sich in ihrer Bude die Birne voll. Ah, das ist schade. Okay, und dann habe ich jetzt noch den einen Punkt und das ist so grandios, finde ich immer wieder gut. Tu es einfach. Tu es einfach. Wenn du da einen starken Impuls hast und es drängt dich dahin, dann handle. Geh in die Umsetzung. Just do it. Also, das war jetzt der Input, den ich vorbereitet, kann man nicht richtig sagen, aber den ich jetzt so mal aus mir heraus schöpfen konnte. Und jetzt schaue ich mal, ob noch ein bisschen was eingegangen ist. Dann werde ich da kurz drauf eingehen. Ja, was kann man tun in dieser Zombie-Gesellschaft? Also in meinen Augen ist es so, wir sind in dieser Zombie-Gesellschaft. Es ist ein großer Teil von der Gesellschaft, die wir sehen. Aber es ist nicht alles. Wir haben diese Lichtpunkte und die werden immer deutlicher. Und tu einfach das, was in deiner Macht ist, in deinem Alltag, dich mit Menschen zu verbinden, die ähnlich sind wie du. Und das Gute ist ja, guck mal, selbst jetzt hier über YouTube, das ist doch wie, als würde ich direkt zu euch reden. Da ist doch jetzt meine, klar, ist hier ein Bild dazwischen und so weiter, aber wenn wir jetzt live wären, das wäre ein bisschen cooler, aber der Unterschied ist nicht so groß. Wir haben jetzt hier einfach ein paar Minuten miteinander verbracht. Und du kannst mit so vielen grandiosen Menschen über die sozialen Netzwerke Zeit verbringen. Und das sind Menschen, die können dich inspirieren, irgendwie weiterzukommen im Leben oder zu wachsen, innerlich zu wachsen, dein Potenzial zu erschöpfen oder auszuweiten. Und was du dann machen kannst, ist, du gehst zu Veranstaltungen. Da lernst du die Menschen kennen. Es gibt viele Veranstaltungen, es gibt viele Seminare, es gibt viele Events, viele Treffen. Wir machen das in diesem Jahr auch noch. Wir werden live losziehen und Veranstaltungen machen. Einfach, weil da der Community-Gedanke noch viel, viel größer wird. Und wir sind auch gerade im Gespräch mit tollen Menschen, kann ich noch nicht jetzt verraten, aber da kommt bestimmt noch was richtig Schönes, weil letztendlich ist es genau das, was jetzt braucht, dass sich immer mehr Menschen treffen und dass wir das verbinden, dass wir das Ganze, was jetzt hier schon so sich aufbaut als Idee, als Energie, noch sind wir irgendwie verteilt hier, dass sich das ein bisschen mehr bündelt, vor allem für gewisse Zeiten. Und dann kommt wieder was, ich bin angestellter Gärtner und kein Therapeut, Heiler oder Coach, habe aber solche Qualitäten, kaum Kohle, aber was drauf, Demeter-Gemüse und Führungsqualitäten, ist die Soul-Business-Show richtig. Also, sehr gerne,
Also wir haben jetzt in der Soul Business Show ist es so, wir arbeiten wirklich hauptsächlich aktuell für Heiler, Coaches und Therapeuten. Wenn du da solche Qualitäten hast und da wirklich dir nebenbei sowas aufbauen willst, dann komm einfach vorbei. Also jeder, es ist ja so, man kann ja einfach vorbeischauen. Auch wenn du jetzt sagst, ah, ich weiß noch nicht hundertprozentig, komm einfach vorbei, nimm's mit. Nimm's mit, schau's dir an, geh ins Feld rein. Johanna wird bestimmt gleich nochmal den Link reinposten. Wenn es irgendwie für dich interessant ist, komm rein. Weil, was wir machen wollen, ist, wir wünschen uns, dass ihr so erfolgreich wie möglich werdet. Dass die bewussten und spirituellen Menschen so erfolgreich wie möglich werden. Und Erfolg hat mehrere Definitionen. Eine ist, wir haben dann ein erfolgreiches Leben, wenn wir nach diesem Leben sagen können, hey, ich habe das meiste oder vielleicht alles oder ziemlich viel von dem, was ich mir vor diesem Leben vorgenommen habe, gemacht. Dann kann man doch auf ein erfolgreiches Leben zurückblicken. Und jetzt, was ist ein erfolgreiches Leben noch? Ja, wenn wir sagen, wir haben die Führung übernommen, wir sind der eigene Hirte, wir sind aufs andere Feld gegangen, wir haben andere Menschen inspiriert, wir haben anderen Menschen geholfen. Auch das ganze Geldthema. Verdienen kommt von dienen. Wenn wir gedient haben, wenn wir anderen geholfen haben, wenn wir das, was in uns ist, gegeben haben, dann verdienen wir auch was. Und unsere Philosophie ist, wir geben einfach immer mehr Wert raus als das, was zurückkommt. Und wenn das die Philosophie ist, und wenn alle Menschen so handeln, dann wird einfach immer mehr geschöpft. Also immer mehr, das ist immer mehr Wachstum. Wie schön ist das? Wenn wir einfach immer mehr Wachstum haben. In die richtige Richtung. Nicht einfach stumpfes Wachstum. Nicht einfach so, wo man sagt jetzt hier, einfach mehr Bruttoinlandsprodukt, stumpf nach oben knallen, koste es, was es wolle. Macht ja keinen Sinn. Es ist ja auch kein wirkliches Wachstum. Wenn man Dinge macht, die anderen schaden, dann ist es unterm Strich kein Wachstum, sondern Rückschritt. Das heißt, Wachstum im wahrhaftigen Sinne. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, weil diese Wörter verdreht werden. Auch verkaufen ist auch ein Wort, das ist schwer zu verstehen, aber es ist, weil es irgendwie verdreht wurde. Also die Bedeutung ist nicht die richtige. Wenn ich etwas anbiete, was richtig gut ist, und ich nehme ein schönes Beispiel, eine Gemüsekiste. Ich habe da jetzt einen Kollegen kennengelernt vor kurzem, der hat einen Gemüsegarten, der macht 10 unterschiedliche Tomaten. Der lebt in Südtirol, in Italien. Aber da sind ja 250 deutschsprachige Menschen in Südtirol. Und der macht diese Gemüsekiste. Und ich habe ihn auf einem Seminar kennengelernt. Und er meinte, er hat gerade 3 oder 4 Kunden, die mehr oder weniger regelmäßig pro Woche eine Gemüsekiste kaufen von ihm. Und er hat den Garten, er hat die Liebe fürs Gemüse zum Anbauen und er braucht, um wirklich davon leben zu können, Minimum 3.000 Euro. Momentan geht er noch in der Tischlerei arbeiten. Wenn er jetzt aber 15 Kunden hat, die zum Beispiel 50 Euro für eine Gemüsekiste bezahlen, pro Woche, dann hat der 3.000 Euro gemacht. Und dann kann der nur noch Gemüse anbauen. Ja, dieser Mensch, wie wichtig ist es denn, dass er jetzt mit Begeisterung rausgeht und über dieses Angebot redet? Dass er sagt, hey, ich bin in der Nähe von Bozen, wohnt er. 100.000 Menschen im Einzugsgebiet, die er beliefern kann. Der kann natürlich von Tür zu Tür gehen. Ich würde mich freuen, wenn hier jemand klingeln würde und dem sagen würde, ey, ich bin von Herzen Biobauer. Ich mache so gerne Gemüsekisten. Ich habe 10 Tomatensorten. Ich liebe die Vielfalt an Gemüse. Hast du Interesse, dass ich dir einmal die Woche für 50 Euro eine richtig tolle Gemüsekiste herstelle? Würde ich annehmen. Würde ich sagen, danke. Gut, dass du hier bist. Gut, dass du mir verkauft hast. Das ist Verkaufen. Wenn man jetzt Therapeut, Heiler, Coach ist, wenn man anderen Menschen helfen kann. Ich habe gestern hatten wir die Soul Business Show und da hat eine Dame Beziehungscoaching angeboten. Ja, wie grandios ist das denn, wenn eine Beziehung, die kurz vorm Ende steht, gerettet werden kann durch einen dritten Menschen, der sich darauf spezialisiert hat? Was für einen hohen Wert hat das? Wie wichtig ist das? Da war nämlich eine andere noch bei uns in der Show gestern, die hat gesagt, ja, als meine Beziehung dann kaputt gegangen ist, dann wurde es auch beruflich richtig schwierig. Dann hat sie Depressionen bekommen und ist richtig in so ein Loch gefallen. Wenn das Loch abgemindert werden kann, dass man fällt, wenn man vor so einem Punkt im Leben ist, durch einen Therapeuten, einen Coach oder einen Heiler, ja, ist auch grandios. Wie wichtig ist es, dass dieser Mensch das dann ordentlich rüberbringt, den Wert seiner Arbeit rüberbringt, dass der auch angenommen wird und verstanden wird vor allem. Verstanden werden ist so wichtig. Ein letztes Beispiel dazu noch. Weil ich habe jetzt so ein Wassersystem gekauft, dass wir reines Wasser haben, dass das so gereinigt wird und so weiter. Ich habe mich gar nicht so im Detail beschäftigt. Aber
ich habe auf jeden Fall ein halbes Jahr gebraucht, weil ich habe mir das Wasser letztendlich selber verkauft. Weil der Mensch, der mir das angeboten hat, hat diesen Job nicht so gemacht, wie ein richtig begeisterter Verkäufer das machen würde. Er hat gar keine Bedarfsanalyse gemacht. Derjenige ist nicht eingegangen auf meinen Hauptpunkt letztendlich. Und das ist schade, weil ich am halben Jahr jetzt nicht so gutes Wasser getrunken, wie ich hätte. Hätte ich mich damals schon entschieden, gutes Wasser zu kaufen. Hätte dieser Mensch mich damals gefragt, ja, was ist dir denn wirklich wichtig, Felix? Wenn du jetzt überlegst, bei dem Wasserthema, was ist dir wirklich wichtig? Und wisst ihr, was mir wirklich wichtig ist? Mir ist wirklich wichtig, dass meine Kinder gutes Wasser haben. Dass sie von klein an nicht, oder von klein an so wenig Antibiotika und diese ganzen Kram, diese Babypillenrückstände, die sind ja alle im Trinkwasser, im Leitungswasser drin. Und wenn die so wenig wie möglich davon mitkriegen, das ist mir wichtig. Und wenn das klar wäre, wenn du das dann dagegen hältst und sagst, okay, holst du jetzt eine Wassermaschine für 1.000 Euro oder holst du eine für 4.000 Euro? Anfangs dachte ich noch, 4.000 Euro ist viel. Aber dann habe ich gedacht, was ist denn mein Warum? Ja, ich will ja, dass meine Kinder nicht diese ganzen Rückstände haben. Und wenn diese Anlage für 4.000 Euro ein bisschen mehr von diesen Rückständen beseitigt, was sind dann 3.000 Euro? Das ist total nicht viel. Die Kinder sind noch klein. Das sind Jahre, die dieses Wasser trinken werden. Und wenn man das jetzt runterrechnet und dann 3.000 Euro, das ist doch nichts. Das ist doch die Entscheidung schon gefallen. Aber das geht nur mit vernünftiger Bedarfsanalyse vorweg. So, genau. Dann super, eine Sache haben wir noch. Dominik, du könntest als Gärtner Workshops anbieten, es den Leuten vermitteln, besonders die Verbindung zu Nature Tracking, das haben viele verloren. Auch, genau. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können wirklich weggehen von so konventionellen Ideen. Dass man irgendwie denkt, ah, das war damals so, wie ich sagte, nichts ist mehr so. Heute gibt es so viele Möglichkeiten. Wir müssen nicht in irgendeinem festen Ding arbeiten, wie es uns damals gesagt wurde, wie diese Broschüren. Hä? So die Jobs, die kannst du dir aussuchen. Dann blätterst du mal rum und da hast du das und das und das. Wir können heute alles Mögliche machen. Für alle möglichen Menschen. So wie Matthias mit der Gemüsekiste. Er braucht 15 Kunden. 15 Kunden. Das ist super wenig. Dann kann er davon leben. Ich meine, da hat er vielleicht irgendwann 30 Kunden. Dann kann er gut davon leben. Oder er macht das groß, wie auch immer. Aber wir sind heute in einer Zeit, durch das Internet auch, dass wir wirklich für diese Menschen arbeiten können, die richtig gut zu uns passen. Traumkunden, Klienten, Zusammenarbeit, all das gibt es. Und das ist auch so wichtig, dass wir da richtig gut reingehen. Also, ich danke dir, Dominik Ecker, gute Motivation. In meinen Augen ist es so simpel und so logisch, dass wir einfach wirklich das tun, was wir lieben. Dass wir da einen guten Wert rausbringen und dass wir dann zurück genau das bekommen, was wir brauchen, um ein Leben in Fülle zu haben. Und Kurt Tepperwein hat es so schön gesagt. Nicht jeder muss übertrieben reich sein und Millionär sein. Fülle heißt einfach, dass du genau das hast, was du brauchst, um dich hier optimal zu entwickeln. Dass du deine Gaben und Talente leben kannst, dass du gesund bist. Weil, vieles von dem Essen, was uns angeboten wird, macht uns nicht gesund. Du brauchst das halt. Dass wir einen guten Ort haben, gute Luft haben, Zeit haben, uns zu erholen und so weiter. Inspiration haben, gute Menschen treffen können. Dann haben wir ein Leben in Fülle. Und es gibt natürlich auch Menschen, das ist auch wichtig zu verstehen, die brauchen mehr Geld. Warum brauchen die mehr Geld? Ja, weil deren Lebensauftrag ein anderer ist. Wenn man jetzt sagt, okay, ich baue jetzt hier ein großes Zentrum auf oder ich baue jetzt hier ein Seminarhaus auf, all die ganzen Seminarhäuser. Es gibt ja ein paar spirituelle Seminarhäuser. Ich habe mir letztens recherchiert, weil wir machen ja auch bald Seminare live. Es gibt an die 20 Seminarhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die so richtig mit Bio-Essen daherkommen und so ein bisschen für spirituelle und bewusste Menschen sind. Ja, und so ein Seminarhaus hat locker mal einen Wert von 5 bis 6 Millionen Euro. Und es muss ja dann ein Mensch sein, der die Verantwortung dafür übernimmt. Der hat dann ganz viele Mitarbeiter und dann stell dir mal vor, dann kommt so eine Corona-Zeit. Ja, dann kann keiner mehr ins Haus reingehen. Wenn dieser Mensch jetzt überhaupt keine Rücklagen hat, dann einen Monat und dann muss er alle Leute entlassen. Corona, erster Monat, wenn es keine Hilfe gibt, okay, alle Laden dicht. Ja, wie doof ist das denn? Wenn einer so ein Unternehmen hat und dann wirklich irgendwie 50 Angestellte hat und die kriegen jeden Monat ein paar tausend Euro, dann braucht der irgendwo dieses Geld ein bisschen zum Puffer, falls mal irgendwas passiert. Das heißt, es gibt Menschen, die eine höhere Verantwortung haben, die brauchen auch mehr Geld. Das ist ganz individuell.
Aber deswegen in Fülle ist individuell. Aber es ist doch so logisch, dass für jeden genug da ist und dass wir alle in Fülle leben können, wenn wir das tun, was wir wirklich lieben, und wenn wir dann den Mut finden und auch die Strategien, das rauszubringen und dann bekannt zu machen und den anderen Menschen anzubieten. So, nochmal ein bisschen am Ende. Haircut ist auch nice, danke. Also, wenn euch das interessiert und ihr da wirklich nochmal mehr rein wollt, dann kommt zur Soul Business Show. Wir machen die nächste am Sonntag um 18 Uhr. Der Link ist unter diesem Video oder Johanna schreibt es auch nochmal in den Chat rein. Da reden wir genau darüber. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich danke euch wirklich für die Zeit. Wir haben länger gemacht, 50 Minuten. Meine Güte, hätte ich nie gedacht. Aber ja, wenn ihr da seid und wenn viel passiert, dann fließt es auch einfach, ne? Also, lasst gerne noch einen Kommentar da, hier im Chat oder nachher auch unter dem Video. Teilt das Video sehr gerne. Würde mich richtig freuen, wenn ihr irgendjemanden kennt, wo ihr dacht, ah, cool, hat mir gefallen, ist eine gute Inspiration gewesen. Kann ich heute Abend noch jemanden weiterleiten? Dann teilt dieses Video. Lasst uns die Liebe und das Licht verbreiten. Und wenn du denkst, ich habe mit diesem Video ein bisschen Liebe und Licht verbreitet, dann teilt es gerne, damit es auch weitergeht. Also, habt noch einen schönen Abend und wie gesagt, dieses Buch empfehle ich euch auch allen, die Antwort auf das Böse von Omran Mikhailovanov, weil so sind wir gestartet in ins Live-Video und da kann man viele Erkenntnisse rausziehen aus diesem Buch. Habe ich wirklich sehr, sehr gerne gelesen und noch immer sind mir diese Bilder im Kopf und helfen mir. Diese beiden Bilder, die ich anfangs gegeben habe, wer jetzt später zugeschaltet hat, schaut euch gerne auch nochmal den Anfang an. Die Beispiele findet ihr aus diesem Buch. Der Omran Mikhailovanov redet in so einer schönen, einfachen Sprache. Ein spiritueller Meister, der benutzt immer so schöne Beispiele und Geschichten. Der kann jeder verstehen. Das ist wirklich das Schöne bei ihm. Unter anderem. Gibt noch andere schöne Sachen. Okay. Also, habt einen guten Tag. Wir werden auch Sonntag wieder live sein, übrigens. Sonntag um 17 Uhr. Ich weiß das Thema noch nicht, aber wir werden schauen, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge habt, Fragen habt, über irgendwas, worüber ich gerne reden, aber wenn ihr Event-Locations sucht, dann kommt gerne auf mich zu. Jasmin Quecke, das ist super nett, dass du das schreibst. Suchen wir gerade tatsächlich. Schreibt uns doch einfach an post@vanfrieden.de. Ja? Weil ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dich erreichen soll. So, sonst. Und da werden wir dich anschreiben. Und wie gesagt, wir sind Sonntag wieder live. 17 Uhr. Das Thema wissen wir noch nicht. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Ideen habt, Impulse habt, oder irgendwie denkt, oh, das wäre doch cool, wenn Felix mal darüber reden würde, dann schreibt gerne eine E-Mail an fragen@vanfrieden.de und dann wird Johanna mir die Essenz daraus rüberschicken und wir werden da was ganz Tolles draus machen. Und natürlich werde ich dann auch, soweit es mir möglich ist, auf die Fragen eingehen. Schaltest du Werbung für deinen Funnel? Ja, wir schalten auf Werbung, Melle. Also, ich wollte die ganze Zeit aufhören, aber ich bin so motiviert. Ja, also in meinen Augen, ich denke mir, ich nutze einfach alle Möglichkeiten, die da sind. Ne? Und was haben wir? Wir haben Social Media, wir haben Multiplikatoren-Netzwerk aufbauen und wir haben bezahlte Werbeanzeigen. Bezahlte an Werbeanzeigen. Ich habe damals schon, als ich Rapper war noch, ich bin ja lange Rapper gewesen, ne? Mit 14 bin ich angefangen, so, ach, ich muss jetzt irgendwie meine Botschaft rausbringen. Und dann habe ich ganz früh angefangen, Werbeanzeigen zu schalten. Und ich habe auch immer alle möglichen Menschen informiert. Die Zeitung, das Fernsehen. Wir waren damals auch im Fernsehen. Und dann später war ich auch als Schauspieler oder als Möchtegern-Schauspieler im Fernsehen. Ich habe immer einfach all die Sachen getan. Wie ich vorhin auch sagte, mein 10. Punkt. Tu es einfach. Einfach, einfach machen. Und, wie ist jetzt CPM? Also, das ist cool. Melle, komm unbedingt in die Soul Business Show, ja? Weil, bin im Marketing, da ist Marian wirklich am Start. Marian ist noch mehr am Start. Ich habe das alles gar nicht so im Blick. Ich bin mehr so der hier zu euch redet und so weiter. Also komm in die Soul Business Show, da können wir dieses ganze Thema mit den Werbeanzeigen noch vertiefen. Weil es ist einfach ein tolles Thema. Und ich habe damals für meine Musikvideos Werbeanzeigen geschaltet und es ist doch grandios. Weil das Gute mit Werbeanzeigen ist ja, wir können wirklich die Menschen auf direktem Wege erreichen. Auf Social Media haben wir Algorithmen und so weiter. Und da können wir einfach schauen, okay, für wen ist das, was wir tun, richtig gut geeignet? Und dann können wir direkt diese Menschen adressieren. In meinen Augen ist das grandios. Und Marketing, im Allgemeinen, Marketing ist so wichtig, dass die richtigen Dinge beworben werden. So ein Hollywood-Blockbuster. Ja, was ist da für eine Marketing,
Maschinerie dahinter. Ja, der Titel, du musst das Video von Anfang schauen, da haben wir noch ein anderes Thema gehabt. Also, wir sind jetzt so dahin gekommen, auch wegen den Fragen und so weiter. Fist, Follow, Dollars, 8-1. Wir reden ja schon 55 Minuten hier. Am Anfang hatten wir noch ein anderes Thema. Also, hast du schon von Anfang geschaut? Ja, natürlich. Wir kommen am Ende immer, ich lasse mich dann so ein bisschen fließen. Wie gesagt, ich habe bei diesen Lives habe ich die Idee, ich fange an mit einem Impuls, einem Vortrag und dann am Ende schauen wir, wo es uns hinbringt, je nachdem, was für Fragen reinkommen und so weiter. Und natürlich rede ich immer über dieses Thema, weil ich liebe das Thema einfach, dass jeder richtig das tut, was er liebt. Und wenn die Frage reinkommt, den Werbeanzeigen, ja, dann gehe ich gerne darauf ein. Weil letztendlich, wenn wir jetzt mal aufs Thema zurückgehen vom Anfang, da ist dieser Hirte. Und der Hirte, der kann doch alles tun, um die Botschaft rauszubringen. Das ist doch Marketing. Und das ist auch Verkauf übrigens. Was macht der Hirte? Der Hirte verkauft den Schafen. Hey, kommt doch einfach mal neu aufs Feld. Hier ist die Wiese. Hier ist das Gras viel grüner. Wenn ihr hier hingeht, dann werdet ihr auch nicht von dem Schäferhund gebissen. Er macht Marketing. Er macht auf sie aufmerksam. Hey, hier ist der Hirte. Hier bin ich. Hallo. Leute, hört auf mich. Und dann verkauft der den Schafen. Leute, wenn ihr rübergeht, dann müsst ihr viel weniger leiden. Da ist alles gut. Letztendlich ist das auch Marketing und Verkauf. Marketing und Verkauf ist so groß. Wir machen das jeder, den ganzen Tag. Also es ist nicht nur, wenn man ein Angebot hat und das rausbringen will. Nein, es ist in so vielen Ebenen ist das wichtig. Wenn wir Kinder ins Bett bringen. Wenn wir Kinder sagen, hey, heute kannst du mal ein Hafermüsli essen, anstatt ein Schokomüsli. Dann verkaufen wir den Kindern das. Mein Schneider ist Kove. Kannst du sehr gerne hingehen. Kove hat mehrere Möglichkeiten. Aber hier, Short. Ich wollte es eigentlich gar nicht näher. Ich habe mir dann auch natürlich so ein Pfannfriedengabo hier reingemacht. Also, so viel Werbung am Ende für Kurve, ne? Ja, aber Kurve ist richtig cool. Coole Leute da und die haben überall Stationen. Okay, dann haben wir fast die Stunde voll. Okay, ich denke mal, jetzt haben wir wirklich viel da gelassen. Also, habt wirklich einen guten Abend. Vielen Dank. Ja? Tschüss und bis zum nächsten Mal. Seid gerne Sonntag wieder dabei. 17 Uhr live auf YouTube. Sonntag 18 Uhr live in der Soul Business Show. Also, habt einen schönen Abend und lasst uns die Energie weiter verbreiten. Grandios. Schön, dass ihr da seid. Ich danke euch wirklich von Herzen. Es hat mir viel Freude bereitet. Ich hoffe euch auch. Und schreibt gerne gleich nochmal in die Kommentare. Liebe geht raus, genau. Sehe ich genauso von meiner Seite auch. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare nachher, wie hat es euch gefallen. Und lasst uns einfach die Botschaft verteilen. Okay. Ich gehe jetzt was essen. Also, macht's gut. Ciao.